Kann man mal machen. Komm zurück, YouTube. Bin gerade noch am Würstchen mit Ketchup und Baguette essen. Muss man noch was nachschenken. So, Adriano, Andi, Mandi, was geht bei dir? Noch. Mal gucken, wer heute noch alles in den Stream reinkommt. Also, Stray an sich war ganz lustig. War aber jetzt auch nicht so. Also, mit dem Hype jetzt nicht unbedingt gerecht. Auch wenn ich so ein bisschen Interesse an der Story vom Spiel habe. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Die PlayStation neben dem Mikrofonstativ steht. Ist das Brummen der PlayStation relativ laut? Hört man zumindest. Hast am Dienstag deine mündliche Abschlussprüfung. Geil. Dann hast du es danach, wenn du es geschafft hast, hinter dir. Dann heißt nur noch abwarten, Daumen drücken. Toi, toi, toi. Hast du erst im nächsten Jahr? Sakura! Du bist auch noch da. Super. Habe ich gar nicht gedacht. So. Gut. Himmelsschlag. Ein Musikant in Komato erzählt die Geschichte von Shinigos Himmelsschlag. Ich habe die Katana. Ja. Wollen wir mal. Sora, komm! So, dann wollen wir mal, Sora. Nein, du sollst nicht von Sora abspringen, du sollst dem Vieh die Sporen geben. Ich reite mit meinem Gaul, mit meinem Gaul, ich reite mit dem Gaul. Und wenn ich nicht so reite mit dem Gaul, dann hau ich dir aufs Maul. Hier war ich doch schon, oder? Otter! Das war noch. Ja, das waren die lieben Damen. Die zwar wussten, dass der Typ die angelogen hat, weil er kein Samurai war, aber der war halt harmlos und hat nichts gemacht. Warte mal, hier ist doch wieder irgend so ein komischer Sakura-Schrein. Oder wie die auch heißen. Oder war ich hier oben schon? Kinderlieder, was? Lieder heutigen Generation. Na dann. Pflaumenblütenschrein. Aha. Ein Pflaumenblütenschrein. Diese Tori. Ja, Pflaumenblütenschrein. Warte mal, war ich da nicht schon? Ja, da war ich doch schon. Gut, dann bringt mir das nichts. Wenn ich da jetzt an dem Schrein bete, ist das zwar schön und gut, aber. Wo habe ich denn jetzt meinen Sakura gelassen? Meinen Sona gelassen, Entschuldigung. Gut gemacht, Sora. Ja. Ryo! Es war doch ein mongolisches Dorf, oder? Ja, die waren schon weg. Genau, ich kann mich dran erinnern.
Da war ja was. So, müssen wir mal wieder zurück. Ja. Ich höre nix. Also an sich grafisch ist das Spiel einfach ein Traum. Wir haben so eine Bäuerin fertig gemacht. Schade. Aber danke für die Pfeile und für die... für das Kunai. Los jetzt, Zora! Achso, du springst ja automatisch drüber. Okay, das wusste ich nicht. Da sind sie doch wieder. Ihr scheiß Mongolen. It's very dangerous. Jawohl. Weg mit diesem Lümmel. Kunai nehme ich mal mit, obwohl wir eigentlich mehr als genug Kunais haben. Kann ich hier noch ein Schwarzpulverbombe? Was haben sie bloß mit dem... Bald seid ihr frei. Ich werde euch retten, alter Mann. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Lebt wohl. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Mhm. Ich hab einen Fähigkeitspunkt. Gut. Er hat mir Vorräte gegeben. Not bad. Perfekte Heilungsparade. Oh, ich kann überhaupt nicht parieren. Renne in Gegner hinein, während du sprintest, um sie nach hinten zu stoßen. Oh, das klingt gut. Wind der Erscheinung. Folge dem leitenden Wind, um Gegenstände zu entdecken, mit denen du dein Aussehen anpassen kannst. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Weißt du was, ich heb mir mal die Dinger auf. So, wo ist denn jetzt meine treue Zora? Oder keine Ahnung, was für ein geschlechtlicher Name das ist. Will mir deine Arbeit heute fertig, so, Saku. Hallo, gelber Vogel. Geleite mich zu meinem Ziel. Susano, beschütze mich. Was? Susano? Genauso wie der Schrein des Amaterasu. Gott der Sonne, glaube ich. Wer hat diese Menschen getötet? Interessant, ein ne? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr.
Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelsschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Jetzt immer mit dem Knorren gewedelt, hätten wir den spielen können. Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Da hat das böse Arschloch also eine arme, hilflose Dame verfolgt. Das hört sich jetzt nicht nach Musik an. Willst du mir jetzt nicht sagen, wenn das musikalisch ist, was du da ablässt, mein Lieber, dann ist mein Verdauungstrakt eine Opa. So, wollen wir mal der armen Frau helfen? Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Da weint jemand. Oh. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Hab ich gesehen. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Folgt die mir oder folg ich ihr? Ich folge ihr so nah, dass ich im Pups riechen kann. Hufspuren. Yasushira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Film ist unsere Yuna, die uns hier am Anfang begleitet hat. Vielleicht finden wir die im Spiel ja wieder. Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Shinharu!
Schluck meine Eier, du Noob! Okay, das sind jetzt nicht unbedingt alles. Hui! Harvo! Parchala! Den Harvat Ben! Onokwo! Den Harvas Harvat Beißen! Mit mich in Kitschmit! Parier, du Lümmel! Ruhe im Karton. Da bist du, du Arschloch. Halt deinen Maul, du Lappen! Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Ich habe alles verloren. Gut. Machen wir den Lümmel mal platt. Arbeitet er einfach mit denen was zusammen? Was hat Yasuhira getrieben? Weiße Blätter, wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass er hier ganz viele Leute abschlachtet. Ein Duellring. Er sucht danach. Wahrscheinlich, um die Schwerter dort zu kriegen. Oder er will den Himmelsschlag lernen. Dann wollen wir mal mit der alten Lady sprechen. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Ich werde ihm ein nach dem anderen entfernen. Ich muss weißblättrige Bäume finden. Kirschblüten sozusagen. Weißblättrige Bäume. Okay, wollen wir uns mal auf die Suche nach diesen machen. Hier sind nur weiße Blüten, aber keine weißen Blätter. Weißblättriger Baum. Frage ist, ist der hier in der Nähe oder wo ist der genau? Das wäre jetzt ganz nett zu wissen. Aber die weißen Blätter müssen hier ja eigentlich irgendwo sein. Weil so viel weit weg kann das nicht, kann er ja nicht.
Ja, in der heißen Quelle waren wir schon. Wir wollen ja nicht, dass dieser Kura gleich umfällt, weil sie Nackedei sieht. Also ich bin im Suchgebiet. Die Frage ist nur, werde ich das mit meinen vier Augen sehen? Oder muss ich da wirklich hoch? Sinn? Weißblättriger Baum. Aber hier oben war ich doch schon. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es hier nicht ist. Jetzt geht die Sonne auf. Jetzt geht die Sonne auf. Das finde ich super, ja. Da oben. Da sehe ich ihn. Hinten, hinterm Schrein. Da werde ich doch noch eine interessante Dingsbums machen. Ich verstehe nicht, warum Bots immer mich aussuchen. Dass sie mir immer irgendwas verkaufen wollen. Wo ich mir denke, nee. Danke dir, Justin. Ich hatte eben schon mal einen, aber da war noch keiner da. Weißblättrige Baum ist dort. Ich will den Schrein noch nicht verlassen. Ich muss da ja noch mal rüber. Hab ich hier schon gebetet? Ja, ne? Hat zwar wehgetan, aber es hat geklappt. Ob das so klappen sollte, weiß ich nicht. Weil ob die Saku noch da ist. Muss hier Blätter gesammelt haben. Oh mein Gott, ist das schön hier. Da ist sie. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Ich weiß, ob du das Spiel schon kennst. Also was mir so ein bisschen gut gefällt hier an dem Spiel. Habe ich da eigentlich irgendein Bild drin? Nee, ne?
Nee, hab ich nicht. Okay. Ist, dass es hier nicht überall so übertrieben voll ist, wie bei den meisten. Von irgendwelchen Monstern oder was weiß ich. Du hast zwar ab und zu mal ein paar, ja. Genau, ich werde hier sterben. Antonio! Sancho! Entschuldigung. Es war aber einfach perfekt. Es ist einfach schön. Ich dachte, es hätte jetzt gerade gepasst, okay. Einmal Tabak zu mitnehmen. Läuft. Ich finde es cool, dass der Vogel mir zeigt, wo ich lang muss. Also, dass man so ein bisschen auf die Tiere hören soll oder sollte, muss und so weiter und so fort. Das hat was. Kashina-Haiku. Oh nein, ich will doch kein Haiku schreiben. Sind das nicht irgendwelche Gedichte, die sich nicht wirklich reimen müssen? Geheimes Versteck. Entschwindendes Licht. Flüstern nähert sich. Machen wir mal geheimes Versteck. Ich habe keine Ahnung. Geheimes versteckt. Die Schatten locken voran. In Todesrüstung. Klicke niemals auf irgendeinen Link von jemandem, der dir einen Link schickt. Oder sag, geh auf die Webseite, wenn du nicht vollkommen vertraust. Oder gar nicht irgendwelchen Fremden. Säule der Ehre, während ich entbehre und mich weiterhin vermehre. Mich erst sanft wehre, es aber dann zulasse. Reise zum Hain der weißen Bäume. Beim Hain der weißen Bäume. Der Hain der weißen Bäume. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Er hat jemand gefoltert. Da wird also jemand gefoltert. RIP! RIP! Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Ich hab nur noch ein fucking Pfeil. Du
Jetzt aber! So, Ruhe im Karton. So. Nehme ich mir mal mit. Vorräte, Leinen, alles mitgenommen. Kriegskind kann alles gebrauchen. Ich will den Schuppen. Da ist schon irgendwas Tolles drin und ich kann da nicht rein. Das war nicht bei Harvest Moon so extrem grausam. Da gab's Harvest Moon, A Wonderful Life. Eine Sache, wo ich so gerne rein wollte. Bitte rettet mich! Bin doch schon dabei. Meine Güte. War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. Wollen wir mal seinen Opa retten, ne? Gibt es auch irgendwelche Vorräte, die ich mitnehmen darf? Nee, ne? So. Find's cool, dass mich der Wind leitet. Habe ich schon mal gesagt? Ja, ne? Yasuhira darf den Himmelsschlag nicht erlernen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass so ein Arschloch wie der so eine mächtige Technik erlernen möchte. Fuchs! Wo willst du mich hinbringen? Ich glaube, ich weiß wohin. Fuchs, 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 wart auf mir! Wart auf mich! Jetzt renn doch nicht so schnell weg! Ja, jetzt kannst du auf einmal warten, hm? Super. Ja, da hat sich das Fuchsverfolgen doch gelohnt. Im nächsten Fall kommt er direkt auf den Teller. Das wäre so gemein. Das wäre so gemein. Weiß nicht, ob ich hier langsam machen soll. Aber hier unten ist der Strand. Dann zeige mir den Weg, du komischer Vogel. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. Also das sieht für mich nicht unbedingt gefällt aus. Das Sahira hat Mongolen dabei.
werden wir siegen. Muss ich nur gucken, wo der Typ da oben lang will. Weil da links habe ich kein Versteck. Was sollte eigentlich gehen? Es musste sein. Ja, ja. Die Frage ist nur, haben die irgendwas, was mir ab... 18 Vorräte. 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 Kunai. Ja gut, Kunai haben wir jetzt nicht so viele. Ich will zwar nichts sagen, aber ich bin so froh, die Kopfhörer aufzuholen. Die Playstation ist so laut. Das muss Shigenoris Duellring sein. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Yasuhira hat ihn getötet. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Das ist auch ein Duellring, also dass du hier irgendwas findest, ist klar. Fußspuren. Noch frisch. Ja, wir müssen uns aber... Yasuhira Koga, der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Natürlich schlagen da jetzt überall Blitze ein, damit es brennt. Er ist schnell. Fuck, leck mich doch! Wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Fuck. Fuck. Warum ist das so hart? Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Kleiner Penner. Aha, Arschloch. Dieser dreckige kleine Bastard. Ja, was mit dem Foto richtig machen. Ja, ich werde eh verlieren. Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Das Spiel ist knallhart. Fuck. Schnell.
wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Komm schon. Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Interessant. Armer alter Mann. Ihr habt größeren Respekt verdient. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Gut. Guter Mann. Der Himmelsschlag. So, YouTube, macht's gut. Stream, bleibt dran.